Was mich in meinem Training motiviert? Was motiviert mich? Ja, gute Frage. Eigentlich das, was alle wahrscheinlich auch motiviert, die Bodybuilding verfolgen. Früher hat es angefangen mit, wie war es bei mir? Ich habe mir die Flex gekauft, ganz am Anfang. Also als ich mit dem Sport begonnen habe, ich habe nicht erst über diese Fitnessabteilung oder diese über irgendwelche Fitnessübungen bin ich herangekommen. Ich habe wirklich direkt dieses Hardcore-Bodybuilding verfolgt. Fand es extrem geil, überall die Flex mit mir rumzutragen, wo Ronnie Coleman auf dem Titelbild war. Extrem nach seinem vierten Mr. Olympia oder was, das alles so ein bisschen zu provozieren. Also ich fand schon immer dieses Hardcore-Bodybuilding wirklich geil. Und ja, dementsprechend habe ich mich immer über die Flex motiviert. Und dann habe ich Foren komplett durchforstet, hauptsächlich Team Andro, wo ich eigentlich jahrelang drauf hängen geblieben bin, sage ich mal, alles wirklich aufgezogen habe wie ein Schwamm. Ich habe mir kiloweise Bodybuilding-Videos reingezogen, 1000 Posing-Videos, 1000 Trainings-Videos ab 2000 bis heute an, wo ich extrem viel auch, ich sag mal, weiß über die Szene an sich, weil es mich einfach interessiert, der Sport. Ja, und es ist heutzutage nicht anders. Ich gucke mir immer noch extrem viele DVDs an, ich gucke mir extrem viele Videos an. Ich lese nach wie vor die Flex und darüber motiviere ich mich. Also mein Ziel, ich orientiere mich wirklich an Top-Profis, sag ich mal, wie Jay Cutler, Phil Heath, mein Vorbild, an Kevin Livroni, Flex Wheeler, wie ich wirklich schaue. Und daran motiviere ich mich selbst immer noch. Und im Training an sich motiviert mich hauptsächlich durch meine Musik. Ich trainiere allein, habe keinen Trainingspartner. Und sobald ich meine Kopfhörer auf habe, bin ich ein Wies in meinem eigenen Film und drehe total ab. Also wirklich, ich motiviere mich, denke ich mal, wie alle anderen auch, noch durch Videos, Zeitschriften und das Ganze drumherum. Ist einfach ein geiles Feeling, das Ganze. Wie lange betreibst du den Sport schon? Das wäre die nächste Frage. Ja, den Sport, den betreibe ich jetzt seit, oder ich mache Bodybuilding, seit 8 Jahren circa. Vor 8 Jahren habe ich angefangen zu trainieren und damals bin ich über Leichtathletik, habe ich 10 Kampf gemacht, parallel Badminton gespielt und bin dann zusätzlich irgendwann ins Fitnessstudio gegangen. Ja, alle anderen Sportarten wurden uninteressant. Bodybuilding war irgendwann total im Vordergrund, was ich dann auch primär nur noch gemacht habe. Und dann war bei mir so eine Zeit immer up and down. Ich habe halt viel trainiert, habe wieder abgebaut, weil ich parallel auch noch ein bisschen als Model gearbeitet habe. Und da passt es einfach nicht, wenn man da mit einem 50er Oberarm auftaucht. Das will kein Mensch sehen. Sieht auch scheiße aus, wenn ich in Zeitschriften 50er Oberarm sehe, bei Hugo Boss beispielsweise, wo ich jetzt nicht für gemodelt habe. Aber dadurch habe ich immer extrem viel abbauen müssen, einfach. Und das war immer so eine Zwangkiste. Ich habe wirklich abgenommen, war dann auch cool. Man hat gutes Geld gemacht, hat auch Spaß gemacht, man hat coole Leute kennengelernt. Auch das war eine sehr geile Sache. Aber dann geht man wieder zum nächsten Tag ins Studio und auf Halbgas trainieren ist einfach, es geht einfach nicht für mich. Ich musste dann immer wieder Vollgas trainieren, habe mich dann wieder infizieren lassen, wollte wieder, habe wieder mein komplettes Bodybuilding gelebt, habe mich wieder in der Zeit mit Bodybuilding beschäftigt, habe wieder Videos geschaut, habe Zeitschriften gelesen, habe gegessen wie ein Tier, habe trainiert wie ein Wahnsinniger. Ja, und dann irgendwann kommt wieder eine Anfrage für ein Shooting, man kommt dahin und ist auf einmal wieder viel zu breit, so sage ich mal, oder viel zu schwer für das Ganze. Kriegt dann wieder Kritik und dann fällt das Ganze wieder ab. Dann ist wieder so ein Cut gewesen, ich habe wieder Bodybuilding komplett nach außen geschoben, habe mich absolut nicht mehr damit beschäftigt, habe wieder meine 10 Kilo abgebaut und habe wieder gemodelt. Das ganze Spiel ging dann so über 4 Jahre weg, immer up and down, bis ich dann irgendwann gesagt habe, das ist der totale Unsinn. Ich habe wirklich Bock auf den Sport, ich will trainieren, ich will essen, ich will mich damit beschäftigen und habe mich dann wirklich darauf fokussiert. Und das habe ich jetzt vor 4 Jahren, habe ich die Entscheidung getroffen und seitdem, wie gesagt, ist nur noch Bodybuilding im Vordergrund und das wird es auch bleiben. Ja, die nächste Frage ist, wie oft ich in der Woche trainiere. Aktuell, ja, das variiert auch wiederum, wie ich mich fühle einfach. Auch dafür folge ich keinen festen Ablauf. Rate ich auch jedem immer, man soll immer extrem auf seinen Körper hören. Ich höre Leute, die gehen dann und sagen, ich gehe 6-mal ins Studio, ich gehe 5-mal ins Studio, ich trainiere das, ich trainiere so lang, ich mache so viele Wiederholungen, ich mache so viele Ruhepausen. Das alles sollte man irgendwann komplett ausblenden. Natürlich, zum Anfang muss man eine Struktur haben, man muss seinen Körper kennenlernen und das geht nur über geregelten und strukturierten Ablauf, einen strukturierten Trainingsplan und Ernährungsplan. Aber irgendwann sollte man seinen Körper auch so weit kennen, sonst wäre der Sport eh nichts für denjenigen, dass man wirklich auf sein Gefühl hört auch. Man wirklich sagt, alles klar, ich mache eine Woche Ruhepause. Das vergessen ganz viele. Alle sehen immer, die trainieren wie Wahnsinnigen, aber mal eine Woche Ruhe gönnt sich kein Mensch, was in dem Falle deutlich besser wäre, da man eigentlich immer 90% lang im Übertraining ist. Natürlich auch ich mache den Fehler. Ich denke, ich bin fit, gehe trainieren und ich hätte eigentlich einen Tag mal zu Hause bleiben sollen. Also bei mir bewegt sich das jetzt circa, ich sag mal, wenn es eine schlechte Woche ist, in Anführungszeichen, sind es 3-mal und wenn es eine gute Woche ist, gehe ich auch gerne mal 7-mal, also jeden Tag.
Aber da höre ich wieder komplett auf meinen Körper, ob ich erschöpft bin, ob ich regeneriert bin, wie ich mich fühle einfach. Und wie gesagt, ich mache auch mal einen Tag Pause. Und wenn es um eine Schwachstelle geht, mache ich auch lieber gerne mal Pause, anstatt den dreimal die Woche zu trainieren, sondern lassen einfach mal 2 Wochen nur ruhen. Und auch das ist von Vorteil. Nicht immer Vollgas machen und nicht immer denken, ach, ich muss den mein Bizeps wechseln, ich muss ihn 5-mal die Woche trainieren. Dadurch wird er bestimmt nicht besser, sondern eher schlechter. Also das muss man alles für sich selber abwägen. Wie stehst du zu dem riesigen Rummel mit dem Fitness-Lifestyle und wie siehst du die Entwicklung in den kommenden Jahren? Das ist eine gute Frage. Wird seit der letzten FIBO 2015 extrem oft diskutiert, weil er einfach mal gesehen hat, wie groß dieser Ansturm geworden ist in der Fitnessszene. Ja, ich habe da zwei Meinungen zu. Zum einen ist es extrem positiv, finde ich. Es ist immer positiv, wenn sich eigentlich eine Entwicklung abzeichnet, dass Sport oder Gesundheit im Vordergrund steht und das auch extrem wichtig wird. Und ist natürlich für jeden profitabel, ist einfach für jeden auch gesund, das Ganze. Aber auch gut für Bodybuilding definitiv. Man hat einen extrem hohen Zulauf im Bodybuilding, das wird wieder ein bisschen populärer. Lange Zeit war es wirklich so, dass der Bodybuilding so ein Untergrund war, so ein Randsport. Keiner wollte was damit zu tun haben. Und entweder es gab Bodybuilding und die Fitnessgänger. Und heutzutage ist diese Grenze zwischen diesen Fitnessgängern und Bodybuilding auf jeden Fall deutlich geringer. Und man kann sich viel besser damit identifizieren. Es wird viel populärer gemacht, Bodybuilding. Das finde ich sehr positiv beispielsweise. Man ist viel toleranter geworden dem Sport gegenüber. Der Sport wird gepusht, es werden mehr finanzielle Mittel wirklich auch eingebracht in den Sport. Man sieht es an dem Mr. Olympia, man sieht es an den Sponsoren und das Ganze drumherum einfach, das steigt enorm an. Das ist das Positive natürlich für uns. Deshalb bin ich pro, also ich bin wirklich dafür, dass sich das auch weiter so entwickelt. Natürlich wird es irgendwann noch wieder abflachen, wie jeder Hype einfach in dem Leben. Das wird auch wieder irgendwann wieder rückläufig werden. Der harte Kern bleibt natürlich nach wie vor bestehen. Das Negative, was ich so ein bisschen sehe, ist einfach, dass viele junge Leute sich da extrem durch beeinflussen lassen oder auch negativ beeinflussen lassen. Man sieht wirklich Leute, die dann sich kaputt machen im Studio, sich kaputt trainieren und wirklich auf diese. Es gibt extrem viele YouTuber, so sagen sie, Fitness-YouTuber, extrem vieles über Social Media wird verkauft. Es werden Trainingsprogramme, 10 Wochen Transformation, nimm 50 Kilo zu und sonst irgendwelche blöden Trainingssachen. Das finde ich natürlich, muss der Profit rausgeschlagen, ist ganz klar, dass was genutzt wird. Halte ich aber für sehr negativ, weil sich einfach viele junge Leute dadurch, sag ich mal, ein falsches Bild dafür bekommen. Und es wird auch viel falsches Infomaterial vermittelt. Wirklich falsches Fachwissen wird dargestellt. Es wird einfach falsch informiert. Man sieht es auch in den Studios, durch diese ganzen vielen Studios, durch diese günstigen Discount-Studios sinkt natürlich extrem die Qualität auch der Trainer und das Fachwissen dadurch geht natürlich massiv nach unten. Das bemängle ich beispielsweise. Früher hatte man seine Studios, alteingesessenen Studios, wo man ein bisschen mehr gezahlt hat, wo auch die Qualität gestimmt hat, wo man einen vernünftigen Trainingsplan bekommen hat, wo man gute Tipps bekommen hat. Das fehlt heute natürlich extrem. Es wird außer allem natürlich so ein bisschen Profit geschlagen, wodurch, wie gesagt, die Qualität darunter leidet. Aber grundsätzlich halte ich den Hype für gut. Wie gesagt, es ist was Tolles. Der Sport an sich steht im Vordergrund. Ob Fitness oder Bodybuilding, das ist hier jetzt, spielt nicht die Rolle. Genau, so sind eigentlich meine beiden Ansichten gegenüber dem Fitness-Lifestyle. An sich ist es eine gute Entwicklung. Und wie ich es in den kommenden Jahren sehe, was auch noch die Frage war, ich denke, es wird auch erstmal weiterhin ansteigen. Bodybuilding wird auch zugänglicher für andere Leute. Man sieht es auch in den Wettkämpfen. Es wird ein extremer Zulauf sein. Dieses Jahr waren mehr so viele Starter wie noch nie da an der deutschen Meisterschaft in Bochum. Ich denke mal, das wird auch erstmal noch ansteigen. Wird aber auch irgendwann wieder abflachen. So ist meine Prognose für die nächsten Jahre. Aber aktuell finde ich es auf jeden Fall sehr positiv. Nächste und absolut letzte Frage aktuell ist, was sind meine Zukunftspläne wettkampftechnisch? Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt ist gerade die Saison vorbei. Ich hatte vor 2 Wochen die deutsche Meisterschaft. Und ja, nächstes Ziel wäre für mich, dass ich 2016 einmal komplett für den Aufbau nutze, wirklich ein Jahr komplett off-season bin. Mich voll darauf auf meine Schwachstellen noch fokussiere, die extrem verbessern möchte, natürlich massiv am Gewicht versuchen möchte zuzulegen. Und dementsprechend wäre das Ziel, dass ich aktuell, so ist es geplant, 2017 im Frühjahr wieder starten möchte. Welche Wettkämpfe genau kann ich noch nicht sagen, was in der Zeit anfällt. Ich denke mal, in dem Bereich wird zu die Arnold Classic fallen, Arnold Classic Amateur, der Mr. Olympia Amateur eventuell dann nochmal.
das entscheide ich dann einfach, was da auf dem Plan steht an internationalen Wettkämpfen. Aber wie gesagt, das Ziel oder der Fokus liegt auf jeden Fall in der Zukunft auf internationalen Wettkämpfen, um eventuell irgendwann mal den Sprung wirklich zu schaffen und eine Stufe höher zu gehen, ins Profi-Bodybuilding zu kommen, was natürlich mein Traum ist. So sehen meine Pläne für die Zukunft aus. Aber aktuell lasse ich es mir erstmal gut gehen. Ich esse, worauf ich Bock habe, trainiere einfach wie ein Verrückter, mache auch meine Ruhepausen, so fühlt es sich gut an. Und wie gesagt, ich höre auf meinen Körper und schaue, was sich ergibt 2016.